Na endlich. Also ich bin kurz davor, diese Zeichen zu vollenden. Das wird, glaube ich, höchstens 1,5 Stunden dauern. Dann gebe ich sie ab. Naja, manche werden sich fragen, was eigentlich dargestellt ist. Es ist eine Art futuristische Großstadt. Manche der Gebäude und sogar Felsen sind auf so einer Art fliegenden Inseln platziert, die durch Antigravitationsantrieb eigentlich schweben. Hier, das ist eine Art Denkmal für die Kernfusion. Natürlich schaut ein Kernfusionsreaktor nicht so aus, aber es ist ja nur symbolisch halt. Es sind halt künstliche Sonnen, die so kleine winzige Kugel kreisen. Ja, hier sieht man halt so Ansicht auf die Großstadt von oben, ist perspektivisch nicht korrekt, aber macht ja nichts, jeder macht mal Fehler. Hier sieht man noch eine Art so schwebende Großstadt auf so einer Antigravitationsplattform. Das sind so komische Art Satelliten, die gibt es so ein paar davon. Das sind eigentlich so Orbitalwaffen, glaube ich. Es ist ungefähr so eine Art der Zukunft, wie ich es mir sie wünsche, nicht wie es sein wird. Sondern ein bisschen idealisierte Zukunftswelt, so Science Fiction, aber eine positive Art. Ja, sieht man leider wegen der Aufnahme nicht so winzige Menschen, jeder lässt einen Schatten von sich fallen. Und hier ist auch eine Art so komische Haus auf dem Baum. Ja, das Ding schwebt und kommt sogar ein Wasserfall draus. Ne? Abgefahren. Hier sieht man eine Art so Ladetransporter-Zeppelin, so das Schwebeladen. Das ist ein futuristisches halbraumliches Fahrzeug, aber naja. Ich wollte nicht schon wieder labern, ich wollte ja nicht nur zeichnen. Ne? Maximum Speed. Ich mache hier sicher
keine Ahnung, pro bestimmten Zeitintervall extrem viele kleine winzige Striche, die fast schon von der Dünne oder Breite einem menschlichen Haar gleichen. Diese Zeichnungen sind Mordsaufwand, wirklich. Und ich werde dafür nicht mal bezahlt. Ich dokumentiere lediglich den Abschluss dieser Zeichnung. Es ist umständlich, alles selbst zu machen. Oh, ich nähe mich dem Limit von 7 Minuten ungefähr, mit rasendem Tempo. Zeige ich das Ganze ein bisschen. Vor allem ist es erstaunlich, das ist ein ziemlich kleines Blatt. Und steckst du eine Detailfülle, das Wahnsinn. Hier ist sogar so eine kleine See, da schwimmt so kleine Flugzeugträger. Aber das ist so mikroskopisch. Ich kann die Kamera nicht aufnehmen. Na gut.